Hallo Leute und willkommen wieder zurück zu Jack 3HD in der schwebenden Crimson Garde Fabrik, die ich im letzten Part komplett durchquert habe. Und jetzt scheint es tatsächlich so zu sein, dass sich jetzt auch endlich der zweite Akt trotz Dexters Juckreis, neigt sich halt der zweite Akt trotzdem dem Ende zu. Woher ich das weiß? Naja, die Missionsliste sagt da was ganz Eindeutiges. Schlage Errol Endgegner. Also wenn das nicht eindeutig genug ist, dann weiß ich auch nicht. Alter, ich bin jetzt echt gespannt, wie der wirklich komplett aussieht. Wir haben ihn ja bis jetzt nur über so ein Hologramm nur gesehen. Und wie er wirklich jetzt nach diesem Unfall im zweiten Teil aussieht, wissen wir nicht. Aber ich wette, der wird kaum mehr wiederzuerkennen sein. Er hat ja gesagt, er besteht jetzt eigentlich nur noch mehr aus Metall. Also deswegen nennt man ihn wohl allgemein jetzt ihn auch mittlerweile nur noch mehr Cyber Errol. Und ich bin echt gespannt, wie scheiße schwer dieser Bosskampf werden wird. Ich habe da so ein ungutes Gefühl. Aber ich habe im Moment volle Lebensenergie. Mein helles Ego ist komplett voll. Dunkles Ego werde ich vielleicht eh nicht brauchen. Bestimmt brauche ich irgendwas ganz anderes. Einziges Problemchen, ja, die Munition meiner Waffen hier. Gut, die rote ist komplett voll. Die violette auch. Die gelbe leider nicht ganz. Und die blaue auch nicht ganz. Also, naja, keine Ahnung. Vielleicht kriegen wir ja E-Munition während des Kampfes. Auf jeden Fall sind wir jetzt mit einem Fahrzeug durch diverse Gittertore gebrochen. Und jetzt sind wir mit dieser Aufzugsplattform hier runtergefahren. Und jetzt sind wir, glaube ich, wirklich schon am Ziel. Also, ich bin gespannt, wie dieser Bosskampf gegen Cyber Errol jetzt ablaufen wird und wie blöd ich mich anstellen werde. Mit meinen neuen Freunden werde ich diesen armseligen Planeten erobern. Du sprichst mit den dunklen Schöpfern. Ja, mein digitales Ich hat die gleiche Wellenlänge wie diese armen, gequälten Wesen. Sie ähneln uns, weißt du, Jack? Ja. Mir zumindest. Sie wollen nur ein Zuhause. Irgendwo hingehören. Die Zerstörung allen hellen Echos! Zusammen werden wir diesen armseligen Planeten von seinem Elend erlösen. Sei dir dann nicht so sicher. Die dunklen Schöpfe sind alles andere als harmlos. Frag mal die Metallschädel. Ihr liegt eine Macht zu Füßen, über die selbst die Precursor nicht Herr waren. Keine Angst, du wirst nicht mehr erleben, was ich aus dieser Welt mache. Einen Felsen oder einen Schlackepool oder einfach nichts. Völliges Vergessen. Die Wahl ist so schwer. Das werde ich nicht zulassen. Genug? Diesmal nicht! Ändern das Universum und fangen hier an. Gib auf, Ego-Spinner! Ja.
für dich? Der Überlegene! Pures Glück! Mal nicht. Wo sind deine Reflexe? Mist, er ist entwischt. Bis dann, Maschinenmann. Wir haben den Robospinner zerlegt, so wie einen Truthahn. Errol ist entkommen, doch seine Roboterfabrik ist jetzt zu. Das ist gut. Es beunruhigt mich, was Errol da anstellt. Ich fürchte, er will dieses schreckliche dunkle Schiff erwecken, ehe wir es zerstören können. Hunin sagt, Precursor und Dunkle Schöpfer kämpften von Anbeginn der Zeit um die Welten. Nicht zum ersten Mal fällt ein Planet diesen Monstern zum Opfer. Tja, aber nicht dieser Planet. Wir sind so weit gekommen. Wir müssen dieses Ding einfach irgendwie zerstören. Die Wahrheit ruht in den Katakomben. Und da muss ich hin. Du hast den Massimplodierer erhalten. Und ich hab den Kampf tatsächlich im First Try geschafft. Ich meine, der war jetzt gar nicht mal so megamäßig, wie es ging eigentlich. Also ich musste immer so komische Drohnen zu ihm dann hochschicken, dass die dann explodiert sind und das insgesamt viermal und dann haben wir schon gewonnen. Wow, aber geil gemacht und Alter, wie der jetzt aussieht. Wie Errol jetzt einfach mal aussieht, also den kann man ja kaum wieder erkennen. Das ist wirklich extrem heftig. Und jetzt haben wir unsere erste Modifikation für die lila Waffe bekommen. Also... Aha, gut, das hat jetzt 15 Schuss. Gibt es jetzt eigentlich neue Geheimnisse oder nicht? Ist nämlich nicht gestanden, dass neue Geheimnisse verfügbar sind. Nee. Schade. Hier sind nämlich noch zwei Sachen. Ist im Moment noch nicht verfügbar.
Aber eine allerletzte muss es noch geben. Wir haben endlich unseren letzten hellen Eco-Kristall bekommen. Fürs Inventar. Hier. Jetzt sind hier 4 Stück. Heller Eco-Kristall, also einen dunklen Eco-Kristall müssen wir noch irgendwo bekommen. Und ich frage mich, was hier diese zwei Sachen hier noch unterhalb von diesem Codezeichen sind, ja noch zwei Objekte zu sehen, die sind noch immer unbekannt und dunkel. Die werden wir sicher irgendwann auch noch bekommen. Und ja, hier. Friedensstifter, Massenimploder und das letzte werden wir dann sicher auch noch kriegen. Das ist dann sicher das Heftigste vom Heftigen. Und irgendwann im dritten Akt dann auch noch den Brustpanzer. Ja, und natürlich fehlt uns noch die letzte Kraft des hellen Jackers. Also ein bisschen was müssen wir natürlich noch sammeln. Und es gibt natürlich immer noch jede Menge Precursors, ich weiß. Aber da will ich mich, wenn dann auch offscreen, drum kümmern. Wow, aber das war jetzt echt ein krasser Kampf trotzdem. War geil inszeniert und also zu Arrow fällt mir einfach nichts mehr ein. Ein totaler psychopathischer Spinner, der jetzt wirklich ein totaler Cyborg geworden ist und dass der mit den dunklen Schöpfern gemeinsame Sache macht. Ich glaube nicht, dass der wirklich weiß, worauf er sich da einlässt. Aber okay. So, was sagt es überhaupt die Missionsliste genau? Rette Seam am Tempel. Was? Seam? Das ist doch der von ganz am Anfang, der Mönch, der Anführer von denen. Jack, bitte hilf uns. Errol greift den Mönchstempel an. Er will an unsere Geheimnisse über die dunklen Schöpfer. Bitte beeil dich. Wenn er findet, was er sucht, bedeutet das Ende der Welt. Na toll. Dieser fiese Stinker. So. Ich habe jetzt aber keine Zeit, mich mit denen hier rumzuschlagen. Ich muss einfach zu dem Transporter. Ich muss ja in die Wüste. Jetzt kann, glaube ich, zum dritten Mal diesen dämlichen Weg komplett hinfahren. Weil wir uns da ja nicht hinporten können zu dem Tablet. Weiß nicht, ich hab das Gefühl, die Entwickler wissen nicht mal, was Teleporter sind. Keine Ahnung. Ich kann garantiert den... Hundertprozentig kann ich den ganzen Weg zu dem Mönchstempel zum dritten Mal nochmal komplett fahren. Mit irgendeinem Wüstenfahrzeug. Garantiert. Ich dachte, dass wir da so ein Porting gemacht hätten. Hey, guck mal, in diesem Portal kannst du schneller hin. Aber nein, das ist sicher nicht der Fall. Würde mich sehr wundern. So, also seht ihr, wie viele grüne Symbole jetzt hier noch so übrig sind. Da überall, kann ich überall noch so Herausforderungen machen, kann ich überall noch Precursors bekommen. Aber das, was ich so im Großen und Ganzen haben wollte, habe ich jetzt eigentlich. Vor allem haben wir jetzt endlich mal mehr Fahrzeuggesundheit, ne? War ja die größte Scheiße überhaupt, diese Drecksfahrzeuge haben ja nichts ausgehalten, das war ja der größte Mist überhaupt. Deswegen waren die Fahrzeugmissionen auch alles so scheiße. Die Fahrzeuge selber, wow, nicht so gut, wenn man hier festhängt. Deswegen waren die ganzen Fahrzeugmissionen auch so scheiße, weil die nichts ausgehalten haben, diese blöden Dinger, diese Blechkisten. So, viel Spaß noch, blaue Crimson gerade hier, oder eher Freiheitsliga. Hey, da war doch gerade noch ein Gesundheitspack, jetzt ist es wieder weg. Na, dann halt nicht. Er braucht schon Gesundheit, kann mich eh heilen, wenn ich will. Vielleicht kriegen wir jetzt die... Das wäre geil, wenn wir die letzte helle Kraft jetzt kriegen würden, wenn wir Seam retten. Das wäre nicht schlecht. Das wird sogar irgendwie ein bisschen passen hier von der Story. Und angeblich soll man damit ja tatsächlich fliehen können oder zumindest irgendwie... Ja, was weiß ich, was wir da genau bekommen, werde ich ja dann eh sehen. Jetzt müssen wir... Ich weiß nicht, vielleicht schneide ich den Weg zu dem Tempel sogar nochmal, weil den habt ihr ja eh schon einmal gesehen. Also schauen wir mal, aber ich glaube kaum, dass ich da irgendwie abkürzen kann. Brauche ich hier wieder diesen dämlichen Dünenspringer, sonst komme ich da ja gar nicht hin. So. So Leute, also ich habe den Weg jetzt hierher doch geschnitten, weil ich musste wirklich die ganze Strecke nochmal komplett hierher fahren, was mir eh klar war. Und es ist irgendwie langweilig, sich den Weg ständig anzugucken. Also wir gehen jetzt noch Seam retten, ich glaube dann kann ich den Part aber wahrscheinlich eh wieder beenden. Aber mal schauen, was los ist. Ach du Scheiße, die Typen schon wieder! Können wir uns nicht einfach unsichtbar machen? Ha, verarscht.
Alter, seht euch die jetzt mal bitte genau an. Das sind die dunklen Schöpfer. Wie die aussehen. Was sind das denn für Freaks? Alter, die sehen aber echt krass aus. Okay, gut, wir sind ja natürlich nicht unendlich lange unsichtbar. Die haben sogar so ein Schutzschild. Aber die sehen echt extrem krass aus. Richtig heftig. Übelst gruselig. Total dunkel. Voller dunklen Ego und dunklen Kristallen und whatever. Das sieht extrem. Also die sehen heftigst aus. Das nenne ich mal wirklich eine fiese dunkle Alienrasse. Aber den kann man trotzdem in die Fresse hauen. Oder sie einfach abknallen. So. Also sie sind jedenfalls nicht komplett unverwundbar, aber... Genau, stimmt ja. Ich sollte mal das Teil ausprobieren. Habe ich ja neu bekommen. So, sonst noch jemand? Du! Was zur Hölle? Was macht das denn? Das schickt ihr auf eine Reise. Aha, die sind einfach quasi schwerelos. Das ist ja mega geil. Das ist eine coole Waffe. So, dunkles Eko ist komplett voll. Bam. Aber ein Schuss mit dem normalen Friedensstifter und die sind eh tot. So, wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Da ist eingestürzt. Hallöchen. Wo muss ich hin? Achso, hier. Hier geht's weiter. So, halt das dunkle... Achso, okay, den dunklen Schlag müssen wir benutzen. Okay. Alles klärchen. So, Kamehameha! Wum, wum, wum. Der dunkle Schlag ist schon geil. So, runterfallen will ich natürlich eher nicht. Yeah! Alter, die Spinne können einpacken. Es sei denn, es kommen halt ständig immer welche nach, ne? Toll. So ein bisschen nerven tun sie ja dann doch. So, komm, machen wir uns unsichtbar, dann haben wir dann unsere Ruhe hier. Die gehen mir auf die Nerven. Hallo? Achso, ich muss warten, bis die... Oh, ist ja auch dumm. Ich muss jetzt wieder warten, bis die Unsichtbarkeit aufhört, weil sonst kann ich das nicht machen. Und kabum! Hä, irgendwas stimmt da jetzt nicht. Zack! Warum klappt denn das nicht? Mach auf die Scheißtür! Geht nicht! Verarschen? Das stimmt doch nicht. Da bin ich hier falsch. Warte mal, nochmal dunkles Eko. Vielleicht darf ich da gar nicht lang. Also ich soll da nicht lang. Vielleicht doch erst hier drüben? Ach so. Ach da! Hier lang. Sieht ja auch komisch aus. Na dann eben hier. So, warte mal, können wir nochmal voll machen? Sie ist ja offen. So, hier können wir nochmal unsichtbar machen. Hier sind aber... Ah, als ob ich jetzt helles Ego bräuchte. Lächerlich. So, ich will aber nochmal voll machen, komm. Wenn es da schon eine dunkle Ego-Quelle gibt, will ich das komplett voll haben. So, ist es gut. Helles Ego komplett voll, dunkles Ego komplett voll. So, wo steckt denn Sim überhaupt? Wie weit ist denn der da drin? In dem Tempel? Wo bist du, Sim? Sag doch mal was, wo steckst du?
So, die wollen wohl aufs Maul, hä? Alter, da kann sogar deren Schutzschild nichts ausrichten gegen die Friedensstifter. Das ist immer noch die mächtigste Waffe. Vor allem übertragen sich die Schockblitze auch noch auf die anderen. Genial. Was haben wir denn hier gerade gefunden? Ganz, ganz viele Metallschildsteine. Obergeil. Was, du bewirfst mich mit dunklem Ego? Wer wagt es? Kannst du es wagen? Unverschämtheit. Die kannst du gar einfach hier so in den Raum rein teleportieren. Ich glaube, es hakt. Lass mich gefälligst in Frieden. Also ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber der dritte Teil ist auf jeden Fall, zumindest was jetzt die dunkle Schöpfer betrifft, ja noch düsterer als der zweite Teil. Dagegen war ja der erste Teil sowieso komplett Kinderkacke. So, ah, davon ist helles Ego. Ist auch komplett voll. Mensch, wo steckt denn jetzt Seam? So, noch mehr Metallschädelsteine. Ne, als hätte ich es nötig. Ich habe jetzt über 250 Stück, aber ich nehme sie gerne mit. Ich würde mich mehr über Precursor-Orbs freuen, aber wahrscheinlich habe ich hier schon alle. Hehe, und ihr habt geglaubt, ich sehe das nicht, hä? Das ist aber nur der eine hier? Naja, besser der eine ist gar keiner, ein Haufen Kerzen. Mensch, wo ist denn Seam? Ich meine, ja, ich weiß, ich muss ins Licht treten, aber... Wo steckt der bloß? Aber es sieht so aus, als würden wir jetzt endlich unsere letzte helle Kraft bekommen, Leute. Ich bin gespannt. Erneut stehst du vor mir, tapferer Held. Und erneut werden deine Heldentaten belohnt. Ich gebe dir eine neue helle Kraft, mit der du zu neuen Bauten gelangst. Baute, die du aus deinen Träumen kennst. Helles Gleiten. Springen drücke dann leicht X, um mit den Flügeln zu schlagen. Alter, wie geil ist die Check denn jetzt aus? Wir haben Flügel. Leck mich am Arsch. Wie geil ist das denn? Ist ja mega geil. Das sieht mega heftig geil aus. Also das ist bis jetzt echt, das ist die allerbeste Kraft hier vom hellen Echo. So, wo muss ich jetzt überhaupt hin? Da drüben oder hier lang? Also springen und dann leicht? Ah ja. Und abstürzen. So, mal L2 gedrückt. X. Ich muss ja erstmal hier im Trockenen ein bisschen üben. Rechtzeitige Flügelschläge machen. Und maximale... Fluglänge zu erreichen. Alter, wie geil das aussieht. Ich meine, das sind zwar etwas eigenartige Flügel. Ich meine, ja, gut, ist helles Echo. Aber ansonsten... Okay, so ein bisschen weiterklettern kann ich auch. Alles klar. Alter, das sieht ja mal mega geil aus. Das ist echt die beste Kraft bisher. Aber die Flügel sehen ja trotzdem etwas eigenartig aus. So. Mal schauen, muss ich jetzt eigentlich hier lang? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, noch mehr Metallschildsteine. Gibt's heute im Sonderangebot. Alter, schon über 260 Stück, ey. So heftig. Nein. Gedrückt halten. Schwupps. Alter, wie geil das einfach nur aussieht, ey. Das ist so der Hammer. Okay, wir können sogar... Ich kann auch mehrmals hintereinander drücken. Das ist auch okay. So, hier so. Ups. Lol. Tot. Was war das denn? Oder Leute, ich weiß nicht. Soll ich hier vielleicht doch lieber Schluss machen? Ich weiß ja nicht, was... Wo muss ich jetzt überhaupt hin, verdammte Scheiße? Karte? Wo muss ich hin? Mir wird überhaupt nicht angezeigt, wo ich eigentlich hin soll. Das da drüben ist irgendwie komplett unbekannt. Sieht merkwürdig aus, weil das dunkel ist. Achso, ne, halt! Mensch, ich sehe seine Fresse doch eh da ganz hinten. Da ganz hinten ist der Typ. Dort? Da sehe ich sein Gesicht. Müssen wir also eh da lang.
Ja, ich muss hier erst ein bisschen zurechtkommen mit der Eimer. Wir springen nämlich einmal ziemlich hoch in die Luft. Und dann können wir eben auch noch so ein bisschen flattern. So, und flattern, flattern, flattern. Alles klar. Wollen wir damit jetzt nicht gerade sehr schnell laufen. Aber ich finde, das sieht geil aus. Das haben sie cool hinbekommen. Also am besten eher erstmal nach vorne springen und dann drücken und genau. So, warte mal, da drüben, komm ich da hin? Da muss ich doch hinkommen. Ja, so, lass mich raten. Ein Precursor Orb, geil. Jetzt habe ich wieder 20 Stück zum Ausgeben, toll. Ups, ups. Wenn dann Siemens so sehen könnte, der würde... Ich glaube, der würde seinen Augen nicht trauen. So, da muss ich wohl hin. Yes. So. Oder? Nee. Hä? Warte mal. Karte nochmal? Ich kenne mich hier schon wieder Nüsse aus. Also nee, ist doch da drüben. Ist doch da drüben. Aber das sieht so aus, als wäre da so eine Art Verbindungsgang. Aber da ist ja trotzdem irgendwie geschlossen. Wie soll ich denn da jetzt bitte hochkommen? Das ist doch viel zu hoch für mich. Oder? Naja, er springt ziemlich hoch, aber... Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, das war nicht richtig, oder? Was ich jetzt hier gemacht habe. Ich springe nochmal zurück. Okay, wir können uns... Aha, wir können es aber auch so. Okay. Schon ziemlich krass. So, komm. Nein! Mann, wieso geht denn das nicht? Scheiß Steuerung! Ist das dumm? Wie komme ich da rüber? Boah, nee, Leute, jetzt leck mich am Arsch. Jetzt, ich muss den Part beenden, leck mich doch am Arsch hier. Jetzt fange ich schon wieder hier von vorne an. Ich sage, die sind einfach nur dumm mit den Checkpoints. Ist jetzt auch egal. Ich bleibe jetzt hier stehen. Ich habe keine Ahnung, was noch kommt. Wir retten diesen... Trottel Sima, den nächsten Part, der wird schon nicht sterben. Ich habe jetzt keinen Bock, die Scheiße ständig neu zu machen, wenn ich zu blöd bin zum Springen. Ich weiß nicht, wie ich da rüberkommen soll. Das muss irgendwie gehen. Es ist zu hoch und zu weit. Muss hier irgendwie gehen. Also, im nächsten Part klappt es auf jeden Fall. Also, bis dann, ja. Es ist, der Part wird sonst eh viel zu lang. Darauf geschissen jetzt. Hauptsache, wir haben jetzt endlich unser helles Gleiten und das ist geil genug. Also, bis dann. Tschüss.